Hallo ihr Lieben, ich habe so einen kleinen Mischhaul. Ich war im Action, da habe ich ein bisschen was Kleines gefunden. Ich war im Kick, ich war im Euroshop und ich war im Rossmann und im Botex. Und die Sachen möchte ich euch gerne zeigen. Vorab noch eine kleine Info für die Leute, die einen Adventskalender bei mir bestellt haben. Die Adventskalenderproduktion ist im vollen Gange. Also das Packen. Leider klappt das heute momentan nicht so schnell, wie ich gerne möchte. Ich weiß nicht, irgendwie ist bei mir gerade der Wurm ein bisschen drin, aber ich gebe mir die größte Mühe. Auf jeden Fall Ende Mitte nächster Woche fange ich an, die ersten Pakete wegzusenden, weil ich werde am Montag den lieben Hasen mit Punkten besuchen und werde da die Sachen abholen, die da für euch noch mit vorbereitet worden sind. Und danach die Woche wird auch noch versendet und dann müsste eigentlich alles weg sein, hoffe ich. Und dass ihr das dann auch pünktlich allerspätestens eine Woche später habt, also eine Woche oder zwei, anderthalb Wochen, bevor ihr auspacken dürft. Ja, also nur für die Leute, die das, ja, weil ich hatte schon eine E-Mail bekommen und sie hatte sich schon Sorgen gemacht, warum ich noch nicht geschickt habe. Ey Leute, es liegt zu lange bei euch. Ihr seid viel zu kribbelig und wollt das alles schon auspacken. Und deswegen, ich lasse es noch ein bisschen hier, aber wie gesagt, ich bin leider auch noch nicht so weit, wie ich gern sein wollte. Arbeit ist momentan sehr viel. Ihr wisst, ab Montag sind wieder ein paar Einschränkungen und das heißt für mich leider ein bisschen mehr Arbeit, aber das kriegen wir, wie gesagt, ich kriege das alles hin. Der Kleine darf in den Kindergarten, was schon zum Beispiel schon mal super ist. Der Papa geht weiter in Schichten arbeiten und daher, das klappt alles und macht euch keine Sorgen, ihr kriegt eure Adventskalender und alles ist schick. So, jetzt aber drumherum geschwafelt, ich schwafel schon wieder 2 Minuten. Ich war im Action und habe, ich glaube, nur 2 Sachen gekauft. 3 Sachen. 3 Sachen. Ich habe noch Gummibärchen gekauft. Die sind aber an die Seite gelegt, weil die nehme ich mit. Das sind diese Weihnachtsgummibärchen, die aktuell in der Werbung sind. Zum einen, es gibt neue Karten. Einmal das Format 13x13 mit Umschläge 14x14 und in Größe C6. Da gibt es neue Farben. Einmal diese Variante, einmal diese Variante und ich sehe gerade, es sind nur noch 6 Karten drin. Oder irgendwas ist hier falsch. Guckt mal, hier steht, ach so, 2x gelb, 2x blau. Ah, jetzt habe ich schon fast gedacht, guck mal, es sieht nämlich so aus, als ob hier unten nur das steht, aber die sind auch dabei. Oh, ich habe schon wieder. Und einmal in blau. Also blau super schön für Babyalben und das natürlich super schön für Mädchenalben. Also sehr, sehr schön. Das jetzt vielleicht so ein bisschen in Sommer-Herbst-Karten. Kosten 58 Cent. Und ich habe, ich muss mal gucken, ich habe hier so 2, 3 Beutel. In der Filiale in Brühl, wo der 1-Euro-Shop auch ist, war ich im Action drin und habe diese Glitzersticker gefunden. Die gibt es bei uns in Wesseling noch nicht. Und da habe ich diese mitgenommen. Ich glaube 76 Cent. Sie hat den Kassenzettel behalten, weil ich etwas umgetauscht habe. 76 oder 79 Cent. Das sind so Glitzer-Textilsticker. Einmal die Variante. Einmal diese. Man erkennt auch wieder hier oben den Unterschied. Ich habe jetzt 4 Varianten gefunden. Ich weiß nicht, ob es nur diese 4 gibt oder ob es sogar 5 gibt. 6 gibt. So, einmal das. So, und ich glaube, das war es schon. Dann war ich im Botex und habe für Adventskalender diese Kugeln gefunden. Für 1,50 Euro. Das fand ich so cool. Bester Opa und beste Oma. Dieses je 2-mal. Weil ja, meine Eltern kriegen einen Adventskalender und meine Schwiegereltern, jetzt muss ich mal gucken, und ich habe, glaube ich, bester Papa, der kriegt auch einen. Und der Zwerg kriegt auch einen Adventskalender. Was war hier? Ach so. Beste Mama, ich habe schon ausgeräumt. Beste Mama, bester Papa. So, dann habe ich aus dem 1-Euro-Shop, wo ich dann war, diesen Duschschaum mitgenommen. Und einmal die Variante. Und
und einmal die hier. Und aus dem Euroshop noch einen weißen Lackstift. Bin ich gespannt, ob der gut schreibt. Ach, ich habe noch einen Leuchtewürfel für den Adventskalender für den Zwerg gekauft. Ich weiß den Preis leider nicht. Wie gesagt, ich habe den Kassenbon dafür nicht mitbekommen. So, dann geht es noch weiter aus dem Euroshop. Da haben wir natürlich wieder Autos gekauft. Da gab es in den, wir waren in Köln und da gab es, weil ich habe das Frozen-Buch nochmal gesucht und natürlich gibt es dieses Frozen-Buch nicht mehr. Bin ich ganz traurig. Ich hätte dann doch gern noch ein oder zwei gehabt. Auf alle Fälle sind wir dann gestern nach Köln gefahren. Aber nicht lang, weil es ist so voll gewesen. Und dann habe ich gesagt, Erik, wir müssen wieder nach Hause. Ich sage, ich mag nicht mehr. Das ist alles zu eng. Habe den auf die Schultern geklemmt, sodass der gar nicht irgendwo, auf alle Fälle sind wir dann wieder gefahren. Wir waren auf alle Fälle am Neumarkt und hatten am Neumarkt und am Klotwigplatz ist das, glaube ich. Das ist auch ein Euroshop. Und da habe ich diese Blöcke gefunden. Also alles 1,10 Euro, wie ihr wisst. Das sind ja die, ähnlich sind wie vom Action. Nur andere Designs, also anderes Papier. Wieso ist denn da eine... Hä? Egal. Dann einmal lila. Luftballons. Ach, das ist immer mal so ein bisschen... Ah. Dieses. Dann in grün, auch mit Luftballons. Also wer kein Action in der Nähe hat... Ich glaube, bei Teddy gibt es solche auch für 1,50 Euro. Und dieser hier in rosa oder orange. Naja, es ist eher orange, aprikozart, rosa. Ja, der kann da auf jeden Fall mal gucken. Ich glaube, McGuide hat zwischenzeitlich ja auch mal Papiere. Dann habe ich mir einen Do-It-Yourself-Adventskalender für die Omi und den Opi gekauft. Da kommen ein paar Fotos rein, ein bisschen Schnickedöns und dann ist das perfekt. Washi-Tape und Sticker und Perlen und ja. So, und dann war ich im Rossmann. Ich glaube, das ist aber nicht unbedingt interessant. Da gab es Badekugeln, die waren reduziert von 1,49 Euro auf 80 Cent mit 10% Coupon. So gesehen dann nur noch 72 Cent. Die kommen auch mit in die Adventskalender. Der Zwerg liebt das ja. Dann für meinen Papa ein Parfüm. Das war auch reduziert auf 4,05 Euro minus die 10%, also und knappe 3,60 Euro, 3,55 Euro. Und ein Fußgel von 70 Cent reduziert auf 35 Cent. Das lege ich mir zur Seite in meine Körbe. Das kommt, wird für nächstes Jahr dann benutzt. So, das ist nicht unbedingt wichtig. Der Aldi hatte, ich kann euch ja mal zeigen, die habe ich jetzt für den Sommer für nächstes Jahr geholt. Solche Hosen reduziert auf 2 Euro. Und die hatten in diesen 2 Euro, 1 Euro, 5 Euro und 10 Euro Kisten auch ein bisschen Sachen. Da hatte ich mir diese aus den 2 Euro Kisten diese Jeans rausgenommen. So ein bisschen Oktoberfest-Style. Die lagen bei den 2 Euro Kisten drin, aber die kosteten leider 5 Euro. Die habe ich dann wieder zurückgegeben. Und einmal diese hier. Die fand ich ganz cool für 2 Euro für den Sommer, weil ich glaube, die sind auch so ein bisschen luftiger. Und die fand ich vom Schnitt her sehr hübsch. Die sind nicht zu lang und nicht zu kurz und fand ich sehr gut. So, also haltet da mal Augen auf. Da habe ich letztens schon mal dieses Hemd gekauft, dieses Oktoberfesthemd, weil ich das so cool fand. Und mein Mann, wie ich krempel mir das gerne mal nach oben. Und das ist schon so kurz geschnitten, also so, dass man gar nichts mehr nach oben machen muss. Und das ist perfekt, weil immer, wenn ich das aus der Wäsche nehme, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann ist das so eingekrempelt. Und die Männer machen das nicht mehr zurück. Die
klein. So, zum Kick. Ich habe zwei Kinderjogginghosen gekauft für 3,99 €. In 116, die musste ich wieder umtauschen, weil sie zu groß waren, also nur noch 110. Und dann habe ich festgestellt, da war ich in Brühl, dass die nochmal nachreduziert haben. Und zwar am 29.10. Und ganz viele Sachen auf 10 Cent. Da zeige ich euch jetzt mal ein paar. Die muss ich holen, weil die habe ich mir gestern nämlich nochmal angeguckt. Und zwar einmal goldenes Papier. Ich weiß gar nicht, ob das nur golden ist. Wir machen es mal auf. Und zwar sind da 8 Bögen drin. Und zwar, ja, schön ist das aber nicht, selbst für den normalen. Oh Gott. Und Silber. Also ich denke, man sollte sich das hier unten. Oder man arbeitet so rustikal. Ja, also 4 Gold, 4 Silber. Also für 1,59 € auf keinen Fall. Dann habe ich für eine Geschenktüte gekauft für 10 Cent. Dann einmal solche Gelpads für die Augen im Einhornstyle. Dann einmal ein Schriftzug mit dem Wort Happy. Dann diese Notizbücher statt 1,99 €. Dann für nächstes Jahr kommen zwei Mädels in die Schule. Da werde ich die mit reinmachen. Vielleicht. Kriegt, mein Kleiner kommt ja auch in die Schule, mein Kleiner auch eins mit in die Schultüte. Das fand ich echt super. Davon habe ich zwei. Leider nur zwei. Ich hätte gerne noch zwei gehabt, aber naja. Bisschen gefranst, aber das ist ja nicht schlimm. Hauptsache, das, was drin ist, ist noch nicht gelöst. Dann hier einmal Mermaid Notizbücher. Das ist ein Stückchen verrutscht, was aber nicht schlimm ist. Dann ein Haustürschlüssel für Haustür. Home. Ha. Hase. Weiß ich noch nicht. Dann fand ich total cool diesen Fußballatlas statt 1,99 € 10 Cent. Und da sind ganz viele Sticker wohl drin. Ich habe das aber nur einmal gekauft. Das gab es noch 4, 5 Mal, weil ich nicht wusste, für wen sonst. Und bei uns ist das einfach so, die Sticker werden irgendwo hingeklebt und dann ist das gut. So, hier steht dann so ein bisschen was drin. Ah, dann sind hier die Sticker. Ah, und hier kann man, glaube ich, bestimmt. Ah, die Logos kann man dann hier drin festkleben. Ach, cool. Ja, Beschäftigungstherapie. Das ist super. Dann einmal Haargummis. Ich hatte noch Mädchenhaarspangen, ein Haarband, ein Haarreifen. Und ein paar Rosenklämmerchen für 10 Cent gefunden. Die sind aber als Geschenk in einen Rucksack gelandet. Dann so ein Armband, das fand ich sehr hübsch. Dann ein Klemmbrett für 10 Cent. Dann einmal solche Haftnotizzettelchen. Eine Geschenktüte. Ich glaube, die war auch 10 Cent. Das Witzige war, ich hatte die allererste in der Hand, die war noch 50 Cent. Und dann habe ich die entdeckt, habe ich natürlich die genommen. Einen riesigen Radiergummi. Und hier hoffe ich, dass das so ein bisschen komplett ist. Und zwar ist das hier ein Megapixel-Bild. So, und das schaut wohl so aus. Und dann kann man wohl ein Dinosaurier machen. Ich hatte nur ganz kurz reingeguckt. Hier sind auf alle Fälle viereckige Aufkleber, ganz viele. Und hier ist ein Plakat. Ich hoffe, dass das alles das. Und wenn nicht, dann werden wir was Schönes anderes mitmachen. Irgendwie kriegen wir das ja hin. So, dann habe ich im Kick noch gefunden. Die haben Textilien aktuell ganz viel reduziert. So ein Sommertop, das hat einen ganz tollen weichen Stoff für 1 €. Das ist, ja. Und das fand ich auch total niedlich, coolest Boy in the Town. Ich fand das so mit diesen Hosenträgern total cool. Für regulär 1,99 €. Und ich war in unserem Kick und habe die Boxen gefunden für 10 Cent. Fand ich sehr, sehr cool. Statt, ich glaube, 2,99 €. Statt 2,59 €. So, die zwei. Mega cool.
Und aber auch wirklich nur durch Zufall, die Stadt ist für 3,99 auch für 10 Cent. Voll hammer cool. Also mega coole Keksdose. Wenn wir Kekse backen, kommen die auf jeden Fall da rein. Ach, ich habe noch was vergessen aus dem 1-Euro-Shop. Das Größte so gesehen. Und zwar, ich habe Teelichter gekauft. Total cool. 50 Stück, 8 Stunden brennbar. Und in dieser durchsichtigen Verpackung. Also sehr, sehr cool. Für so gesehen 1,10 Euro. Kann man echt nicht meckern. Da habe ich noch irgendwas Interessantes. Das war 50 Cent. Nö. Ich glaube, euch habe ich jetzt hoffentlich alles gezeigt und habt nichts vergessen. Also ihr Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern. Geht's ruhig an und ja, abonniert meinen Kanal. Gebt mir einen Daumen nach oben. Nein, müsst ihr nicht. Wie ihr wollt. Wenn ihr mich gern guckt, macht das und wenn nicht, dann halt nicht. Ihr Lieben, tschüss und bis zum nächsten Video.